hat der Krimi hier über einen Mord an einem Schulrektor geschrieben. Jetzt hat der Rektor Bruno Gadola sie zwangsversetzt. Der Krimi ist offenbar so heiß, dass nicht einmal der Bildungsdirektor Christoph Eimer will Stellung nehmen. Esther Keller berichtet. Nur 4 Minuten hat die Verkündigung durch das Rektorat gedauert, dann war es definitiv. Die Lehrerin und umstrittene Krimi-Autorin Michelle Sondrin wird zwangsversetzt. Ich war auf die 8:30 Uhr bestellt auf dem Rektorat Kleinklasse. Dort waren auch 2 Rektoren von der OS. Es haben mich 2 Kollegen, also eine Kollegin und ein Kollege, begleitet. Und dort ist mir eröffnet worden, dass eine Massnahme gegen mich beschlossen worden ist. Das macht der Rektor. Und 3 Gründe, warum die Massnahme ausgesprochen worden ist. Und nachher bin ich noch aufgefordert worden, ob ich etwas dazu sagen will. Und ich habe gefunden, in diesem Rahmen nicht. Und bin raus. Zwangsversetzt und das wegen einem Roman. Die Michelle Sondrin hat vor einem Monat mit ihrem Krimi «Lernt Hans nimmermehr» das Lehrerzimmer vom Thomas Blatter Wettstein-Schulhaus aufgescheucht. 2 Lehrerinnen haben sich in der Geschichte um einen Mord am Rektor glaubt wiederzuerkennen und Klage beim Zivilgericht eingereicht. Heute hat der offizielle Grund für die Versetzung anders gelautet. Zerwürfnis zwischen der Schulleitung und ihr, so hat der Rektor Bruno Gadola formuliert. Ein Albtraum für die Michelle Sondrin. Ich bin mir vorgekommen wie in einem falschen Film. In einem ganz falschen und auch keinen guten Film. Aber das ist schon seit ein paar Tagen so. Meine Töchter haben dann gefunden, weißt du, Mami, man sollte schauen, dass wir einen Bollywood-Film daraus machen. Weil die enden immer gut und dort wird immer viel getanzt und gelachen und gesungen. Der Rektor vom OS-Schulhaus Bruno Gadola hat keine Auskunft über seinen Entscheid geben. Im Schulhaus hängt seit einigen Tagen eine Weisung vom Erziehungsdepartement, wo der Lehrer verbietet, den Medien Auskunft zu geben. Und auch der Erziehungsdirektor Christoph Eimann hat zu dieser Sache nichts sagen. Als ich das geschrieben habe, bin ich überzeugt, wir leben in der Schweiz. Ich habe das auch überall gesagt. Wir sind, das ist ein demokratischer Staat. Wir haben demokratische Rechte und auch demokratische Pflichten. Nämlich die demokratischen Rechte wirklich zu nutzen. Im Moment habe ich das Gefühl, wir leben in Helvetistan. Ob sie Rekurs einlegen, wissen sie noch nicht. Ich werde das nicht jetzt so husch-husch entscheiden. Ich werde mich beraten lassen. Ich werde viel diskutieren mit Freunden. Ich möchte an dieser Stelle auch wirklich allen danken. Für die letzten 4 Tage vor der Sommerferie lässt sich die Lehrerin krankschreiben. Sie hat wegen dem ganzen Stress mit Schwindelanfällen zu kämpfen. Jetzt muss sie sich zuerst einmal erholen. Ein Vorteil hat die ganze Geschichte für sie. Wegen dem Medienrummel um ihre Krimi sind die Verkaufszahlen gestiegen. Im Juni hat sich der Verkauf verdreifacht, heisst es im Buchladen Thalia. Wollen Sie manchmal ein Buch geschrieben haben? Nein. Ich komme so aus der französischen Kultur und dort singen die Leute tendenziell mit Edith Piaf «Non rien de rien, je ne regrette rien». Sie sitzt wieder an einem neuen Buch mit dem Titel «Wer sich selbst erkennt». Ist noch spannend. Das Buch, also, wo der Basler Lehrer so viel Angst macht, ist jetzt in den Basler Buchhandlungen erhältlich. Der Dani von Wattenwil hat in seinem Buchstudio auch eins in der Hand.